Tacho, Freunde der scharfen Klinge. Ich möchte euch den neuesten Fuller meiner Sammlung hier präsentieren. Und es handelt sich um ein China-Fuller. Ja, ihr habt richtig gehört, ein China-Fuller von der Firma Real Steel. Und es handelt sich um das Harrier. Der Timo vom Kanal New Age Outlaw hat das Messer auch schon vorgestellt. Er hat es als das Nachfolgemodell vom Exorcist angesehen. Ich finde eher, dass es dem Megalodon recht ähnlich sieht, aber das kann man sehen, wie man will, denn es ist tatsächlich ein eigenständiger Folder. Vorab, als dieses Messer bei mir angekommen ist, war ich ein wenig doch negativ überrascht, denn zum ersten stand die Klinge nicht richtig mittig. Ich hatte seitliches Klingenspiel und auch die Schneide war nicht in Ordnung. Der erste Moment war, soll ich jetzt zurückschicken oder behebe ich die Mängel? Ich konnte die Mängel beheben, deswegen habe ich es auch nicht zurückgeschickt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank, denn es ist schon nicht mehr verfügbar. Von daher denke ich mal, die richtige Entscheidung von mir. Jeder andere sollte da natürlich anders drüber sich seine eigene Meinung bilden, ob man ein Messer, was so um die 270 Euro kostet, mit diesen Mängeln behalten sollte. Auf jeden Fall sollte dies eigentlich nicht sein. Ja, kommen wir mal zu dem Mängel, was ich als größtes Mängel erachte. Ich dachte erst, das wäre die Schneide, aber nein, es ist tatsächlich das Klingenspiel gewesen. Denn wir haben hier, wie ihr sehen könnt, Custom-Schrauben verwendet. Real Steel auch nicht dumm, hat mitgedacht und das passende Tool dazu mitgeliefert. Ja, das Tool, wichtig, im Kopf behalten, eins davon. Denn damit kann man das Messer natürlich einstellen, öffnen, schließen. Kein Problem. Ja, wenn die andere Seite gesichert wäre, zum Beispiel ein D-Profil. Hier ist es aber tatsächlich der Fall. Dies ist nicht geschehen. Auch kein Problem, wenn die Klinge hält beim Flippen. Aber ich habe das Messer angezogen. Die Klinge saß fest, stand mittig, alles wunderbar, 20 Mal geflippt, schwupp, war wieder Klingenspiel vorhanden. Ich musste eine ganze Menge von diesem Teflonband da reinmachen und dabei habe ich dann festgestellt, dass das gar nicht so einfach ist, das dann wieder festzuziehen, denn die andere Seite drehte sich mit. Erst mit viel Bemühen, hier mit Radiergummi arbeiten, konnte ich das mit dem Teflonband so festziehen. Wenn ich das wieder auseinandernehmen möchte, muss ich auch wieder aufpassen, dass ich das hier nicht mitdrehe. Also eine nicht ganz so feine Geschichte, was ich bei Real Steel eigentlich alles schon viel besser gesehen habe. Von daher verstehe ich das nicht ganz, warum die andere Seite nicht gesichert ist, der Schraube. Nun gut, das ist für mich tatsächlich ein Mängel des Messers, oder eigentlich auch der einzigste, was ich beanstanden muss, habe ich aber auch noch bei viel teureren Folern gesehen, wie bei diesem Scherbokov, das Turkan. Auch hier sind Custom-Schrauben verwendet. Beim normalen Öffnen und Schließen gar kein Problem. Aber da auch hier kein D-Profil verwendet worden ist und beim Flippen die Klinge immer wieder die Schraube sich gelöst hat, war das alles gar kein Spaß. Da musste tatsächlich sogar Loctite rein. Und wenn ich dieses Messer mal wieder öffnen müsste zum Säubern, dann graust es mich schon, dass ich die Schrauben hier vermacke. Und das Messer kostet sogar noch einiges mehr als das Megalodon. Besser gemacht bei meinem Liung Ma. Dort
ist die andere Seite, obwohl wir auf beiden Seiten normale Talks haben, ist die andere Seite im D-Profil gesichert. Also hier schon um einiges besser gemacht. Muss aber auch gestehen, das Messer ist in der Tat nochmal 100 Euro teurer als das Rear Steel Harrier. So, jetzt kommen wir zu meinen Eindrücken vom Design. Sehr, sehr gelungen. Dieses perlgestrahlte Titan mit diesen zwei sehr, sehr coolen Carbon Fiber Einlagen. Diese Two-Tone-Klinge, Stonewash, satiniert und, ja, wie soll ich das nennen, diese Vertiefung in der Klinge, wo dann auch Carsten drin steht, ich finde, das sieht phänomenal gut aus. Was Carsten auch wieder super hingekriegt hat, ist dieser S-Cutout für den Frame. Das wieder nicht alltägliche Becken. Finde, das hat Carsten wieder hervorragend hinbekommen. Ein sehr, sehr gelungenes Design. Was man auch nicht jeden Tag sieht. Handlage ist gut. Ich mag auch diesen Joil. Klar, der ist kein vollwertiger Joil. So harte Arbeiten muss man auch recht vorsichtig sein, damit man sich hier nicht schneidet. Aber für feine Arbeiten ist das hier wunderbar gemacht. Das Jimping hier ist reine Optik, reines Designelement. Ja, man fühlt dann, wo man ist mit dem Finger, aber Grip verleiht das hier nicht. Aber ich muss auch sagen, die Handlage dieses Messers erfordert nicht, dass man hier wirklich Grip hat. Sehr, sehr fein ausgeschliffen ist dieses Folder nicht, dieser Flachschliff, aber trotz alledem, nachdem ich das jetzt geschärft hatte, durch das Umlegen der Schneide war das ja für mich erforderlich. Sehr, sehr schön scharf. Der Pocket Clip, typisch Real Steel bei diesen hochwertigen Taschenmessern, ist aber nicht mehr ganz so wie so ein Schuhlöffel, behaupten ja andere, wie bei den anderen Modellen. Mir würde es gefallen, wenn er noch mehr ausgeprägter war wie bei den alten Modellen. Aber wahrscheinlich viele andere von euch empfinden das hier als besser. Wunderbar, das Messer ist hier einmal am Pocketclip mit Real Steel gemarkt. Ihr könnt es kaum sehen, das kommt daher, da es ganz, ganz fein dort unauffällig eingraviert worden ist. Und das andere Logo, das coole Logo von Real Steel, auch ganz, ganz fein hier oben. Ich glaube, ihr könnt es kaum sehen. Ja, Fokus, Fokus. Ich kann es kaum einfangen. So fein ist es dort eingelasert. Jetzt kommen wir nochmal zu etwas Besonderem. Das Carsten Kugellager. Das Megalodon, das erste von, ich glaube 2014 war das, hatte ein geschlossenes Kugellager. Das 2017er hatte erst ein Nagellager, dann ein normales Kugellager mit Keramikkugeln. Hier haben wir dann ein geschlossenes Kugellager-System. Ich hoffe, ich kann das mal besser einfangen. Taschenlampe, dafür haben wir eine liegen. Ich glaube, ihr könnt das hier sehen. Das ist ein geschlossenes Kugellager wieder, aber diesmal mit Keramikkugeln. Und in der Tat, das läuft wunderbar, es kommt kein Schmutz herein. Und für die Keramiklager, für die Keramikkugeln braucht man eigentlich auch keinen Schmierstoff. Was dann auch nochmal wunderbar ist, wir haben auch ein Keramik-Detentpol oder beziehungsweise zwei Keramik-Detentpol-Balls in Verwendung. Ich hoffe, man kann es hier sehen. Vorne der kleine, der normale Detentball.
Und dahinter haben wir nochmal eine federgelagerte Kugel, die einen noch sauberen, besseren Klingengang fördern soll. In der Tat haben wir hier auch einen ganz, ganz tollen Klingengang. Und der Dietzenpol setzt sich so, zieht sowas von ein, zack, wie ihr seht, das ist schon der Wahnsinn, was der hier eingesaugt. Ab hier, pupp, fliegt da rein. Flippermäßig, Action hervorragend. Das, was hier als Designelement angebracht worden ist, kann man aber auch wunderbar verwenden, wie ihr seht, für den Spidey Flip oder zum kontrollierten Öffnen, denn die Pins hier sind keine Daumenpins, sondern eher Anschlagpins, obwohl man, es ist aber sehr schwer, wie ihr sehen könnt, man könnte den auch, ist mir sonst immer relativ gut gelungen, als Öffnungshilfe verwenden. Aber hier macht man ein wunderschönes kontrolliertes Öffnen, Spidey Flip und ein hervorragend funktionierenden Flipper. Der Flipper-Tab ist auch gut angebracht, hat ein kleines Jimping, ist aber sonst wunderbar abgerundet, klappt hervorragend. Ansonsten ist dieses Messer top verarbeitet, alles wunderbar schön abgerundet, keine scharfen Ecken, Kanten, bis eben halt auf die Schneide. Da ist nichts, was wirklich stört. Also da hat Real Steel tatsächlich dann wieder einen guten Job gemacht. Stahlinlay, Überdehnungsschutz, alles, was ein moderner Folder hat, hat dieses Real Steel auch hier jetzt. Ein zentrierte Klinge. Klingenspiel haben wir hier jetzt auch nicht mehr. Ein wunderschönes Messer, wie ich finde. Reiht sich gut in meine Sammlung ein. Tja, made in China, aber mal eigenständig, komplett eigenständig, top verarbeitet. Hat auch für ein China-Messer, wie auch hier beim Myanmar, gefertigt bei Reate, eben halt auch seinen Preis. Wie sehr sich das Messer in mein Herzen greifen wird, das wird die Zeit wohl, denke ich mal, erst noch ergeben. Erstmal bin ich super zufrieden mit dem Teil nach den kleinen, ja, unschönen Überraschungen beim Auspacken. Aber im Großen und Ganzen, ich bin froh, dass ich es habe. Und ich glaube auch nicht, dass es mich in nächster Zeit verlassen wird. Genauso wenig wie mein Myanmar. Und jetzt wollen wir noch mal sagen, 270 Euro. Top verarbeitet, edelste Materialien, Titan, Carbon Fiber, Stahlinlay, Dietenball und Keramikkugeln, Dietenball und die Kugellagerkugeln aus Keramik, Klinge CTS 204P, also 1A Materialien für unter 300 Euro. Das bekommt man wirklich nur noch recht selten. Hier S35VN, auch Keramikkugellager, Keramikball, aber schon bei 370 Euro. Hier auch Titan, Damastklinge, kriegt man aber auch Böhler M390, 450 Euro. Kein Keramikkugellager, kein Käfig, kein
Stahlunterlegscheiben, die das Keramiklager, Titangriffschale schützt vor den Kugeln, die viel härter sind. Bei dem hier ist das nicht so. Wie gesagt, ist in einem komplett geschlossenen Stallkäfig, also auch zu den zu den Titanschalen hin eine Scheibe. Also wie gesagt, unter 300 Euro ein hervorragend verarbeitetes Messer, ein top eigenständiges Design. Ich bin doch höchst zufrieden. Ja, das soll es schon gewesen sein von dieser Lobpudelei. Ach, eins noch. Was mir nicht gefällt, nicht ganz so schlimm, sind diese Stäbe. Also designmäßig finde ich die echt, keine Ahnung, unbrauchbar, schwachsinnig, keine Ahnung. Stabilität, ja, kann man sagen, das erhöht die Stabilität, aber ganz ehrlich, mit diesem fetten Backstabmesser, einer fetten Arkschraube, ja, weiß nicht, was sich Wilsteel oder Carson sich bei diesen Stäben gedacht hat, keine Ahnung. Aber nun gut, irgendwas muss man ja finden. Damit war es dann schon. Ich sag nur, bis zum nächsten Mal. Scharfe Grüße, euer Wix Beider.